Luxusuhren wie die von Rolex, Audemars Piguet oder Patek Philippe sind Zeichen für Status, Prestige und Macht. Aber welche Zeitmesser tragen eigentlich die Menschen, die wortwörtlich bestimmen, wo es mit der gesamten Menschheit hingeht? Welche Uhren tragen die tatsächlich mächtigsten Menschen der Welt? Menschen, von denen einige sogar die Verantwortung über Atomsprengköpfe und hunderte Millionen von Menschenleben haben. In diesem Video finden wir es gemeinsam heraus. Viel Spaß! Am kommenden Sonntag, den 29. Mai um 18 Uhr, stellen wir endlich unsere lang erwartete Blossoms-Kollektion von Bosporus vor. Bei unseren Rollen musst du dir keine Sorgen machen, dass dein Armband spannt und ausleiert, denn wir haben für jedes Handgelenk die passenden Kissen und am allerwichtigsten, die Uhrenrollen sind aus den besten Ledersorten der Welt komplett von Hand hergestellt. Und das bemerkst du schon beim ersten Anfassen. Lasse dich jetzt unverbindlich vormerken und erhalte Zugriff auf limitierte Uhrenrollen und weitere Extras, die es nur für unsere Vormerker und über 10.000 zufriedenen Kunden gibt. Einfach jetzt hier klicken, E-Mail-Adresse eintragen und als Erste erfahren, wenn die Blossoms-Kollektion erscheint. Fangen wir mit dem vermutlich zurzeit mächtigsten Mann der Welt an, nämlich natürlich dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Joe Biden. Die erste Uhr, mit der man den Präsidenten relativ oft sieht, hier zum Beispiel bei seiner Amtseinführung, ist eine Rolex Datejust 41. Biden hat die etwas schlichtere Variante mit der glatten Lünette und einem der beliebtesten Zifferblätter, nämlich in Blau. Als Armband kommt das fünfgliedrige Jubiläe-Armband von Rolex zum Einsatz. Die Datejust vom Präsidenten bekommt man übrigens laut offizieller Rolex-Webseite zu einem Listenpreis von 7.350 Euro. Weil die Rolex aber aktuell so nachgefragt ist, dass es lange Wartelisten gibt, sind Leute bereit, für genau diese Uhr aktuell aber bis zu 13.000 Euro zu bezahlen. Biden hat aber tatsächlich noch ein paar weitere schöne Uhren in seinem Programm. Mit was man den Präsidenten nämlich auch sehr oft sieht, ist der Seiko Alarm Chronograph in Stahlgold. Das ist eine Quarzuhr aus den frühen 2000ern und zeigt die bodenständige Seite des Präsidenten, denn die Seiko Alarm bekommt man für etwas mehr als 100 Euro. Kurz erwähnen muss man auch die Apple Watch, mit der man den Präsidenten tatsächlich auch ziemlich oft sieht, obwohl die meisten Uhrenkenner so eine Smartwatch tatsächlich vermutlich nicht als ernsthafte Uhr bezeichnen. Die Apple Watch gibt es bei Apple ab 429 Euro zu kaufen. Die nächsten beiden Uhren zeigen aber, dass Biden sich wohl schon etwas mehr mit Uhren beschäftigt, denn sie sind zwei Stücke, die bei fast keinem Uhrensammler in der Kollektion fehlen. Zum einen die Omega Speedmaster Moonwatch Professional. Diese Uhr erfreut sich einer riesigen Beliebtheit und Bekanntheit, da sie tatsächlich die erste Uhr auf dem Mond war und somit gilt sie in der Uhrenwelt als Ikone. Die Uhr, die Biden hat, gibt es seit 2021 tatsächlich nicht mehr neu zu kaufen. Gebraucht findet man sie aber ab so ungefähr knapp 6.000 Euro. Und Uhr Nummer 2 ist ebenfalls von Omega und vor allem durch James Bond bekannt, nämlich die Omega Seamaster Diver 300M. Auch hier hat Biden allerdings nicht die neueste Variante, sondern ein Vorgängermodell, das aus den späten 90ern oder frühen 2000ern stammt. Und für diese Uhr legt man aktuell etwa 2.500 Euro auf den Tisch. Mit einem Gesamtuhrensammlungswert von ca. 22.000 Euro und mehreren Klassikern in seiner Sammlung würde ich Biden somit auf jeden Fall als Uhrenkenner und Liebhaber bezeichnen. Und wer weiß, welche Uhren der Präsident noch so hat, ohne sie öffentlich zu zeigen. Weiter geht's mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und herrje, hier muss ich euch tatsächlich leider enttäuschen, der deutsche Bundeskanzler wird tatsächlich fast immer mit nacktem Handgelenk gesehen. Er scheint sich entweder nicht für Uhren zu interessieren oder aber er oder seine PR-Berater denken vielleicht, dass eine fette 50.000 Euro Rolex am Arm nicht so gut ins Bild als sozialdemokratischer Bundeskanzler passt. Naja, wie auch immer habe ich mich dann mal bei Angela Merkel umgeschaut, unserer letzten Bundeskanzlerin, und hier sieht es tatsächlich nur minimal besser aus. Merkel hat tatsächlich fast immer eine Uhr getragen, allerdings wirklich nur eine einzige, nämlich eine Boccia Titanium Referenz 405-2. Und das ist so eine quadratische Quarzuhr des deutschen Uhrenherstellers Boccia und man bekommt sie tatsächlich so für ungefähr 89 Euro. Da ich euch aber jetzt hier auch
in Deutschland nicht hängen lassen wollte, habe ich noch etwas weiter gesucht und bin dann auch endlich auf einen Politiker mit Uhrenfabel gestoßen, nämlich unserem lieben aktuellen Bundesminister für Finanzen, Christian Lindner. Lindner gleicht die Uhrenknappheit der beiden vorigen Kandidaten auch tatsächlich etwas aus, denn er hat zu allermindest mal 3 Heavy-Hitter in seiner Uhrensammlung. Fangen wir an mit dem IWC Portugieser Chronograph. Das ist ein absoluter Klassiker unter den Fliegeruhren und für diese Uhr zahlt man aktuell auf dem Markt so roundabout 6.000 Euro. Als nächstes hat Lindner auch eine Uhr der deutschen Manufaktur Glashütte Original hin und wieder am Handgelenk, nämlich, was ganz Besonderes, den Senator Terminkalender. Diese besondere Uhr erlaubt es dem Träger, sich durch seine Uhr bis zu 30 Tage später akustisch an einen Termin erinnern zu lassen und die Uhr kostet tatsächlich aktuell auf dem Markt auch so zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Und als letzte Uhr kommt noch eine besondere, aber durchaus bekannte Uhr dran, nämlich die Rolex Milgaus. Lange galt sie bei Rolex als so hässliches Entlein. Mit ihrem blitzförmigen Zeiger und ihrem grünen Glas ist sie doch inzwischen auch mit dem Rolex-Hype ziemlich beliebt geworden, sodass man aktuell roundabout 13.000 Euro dafür hinlegt. Ah, ja, eine Sache noch. Eine Apple Watch hat Lindner auch noch. Und damit würde ich Lindner vor allem durch das Glashütte-Modell abseits vom Mainstream durchaus auch als Uhrenliebhaber bezeichnen. Und seine Sammlung hat einen Wert von knapp 40.000 Euro. Weiter geht's mit dem Mann, der aktuell auch zu den mächtigsten Männern der Welt gehört und Präsident eines der aufstrebendsten Länder ist, nämlich China. Die Rede ist also von Xi Jinping. Auch hier kann man sich tatsächlich relativ kurz fassen, denn Chinas Präsident wird im Großen und Ganzen eigentlich tatsächlich nur mit einer einzigen Uhr gesehen, die ihn aber trotzdem irgendwo als Kenner auszeichnet. Entweder das oder seine Stilberater. Xi Jinping sieht man nämlich regelmäßig mit seiner Omega-Uhr, genauer gesagt dem Modell Constellation. Die Constellation-Reihe von Omega zielt zu den etwas weniger bekannten und eleganteren Modellien von Omega und die Variante, die Chinas Präsident trägt, bekommt man aktuell auf dem Markt für ungefähr 4.500 Euro. Das fasst dann tatsächlich auch schon die Sammlung von Jinping zusammen, die sich somit ebenfalls auf einen Wert von etwa 4.500 Euro beläuft. Der letzte aus der heutigen Reihe ist definitiv auch der kontroverseste, denn er hat im Februar 2021 den Krieg in der Ukraine begonnen, was dazu geführt hat, dass Russlands Präsident und auch Russland selbst kritisiert und isoliert wird. Gerüchte halber soll Putin übrigens einer der reichsten Menschen der Welt sein. Elon Musk meinte so in einem Interview mit Axel Springer-Chef Matthias Döpfner, dass er denkt, dass Putin vermutlich reicher ist als Elon Musk selbst und das, obwohl Musks Vermögen aktuell auf etwa eine Viertelbillionen Dollar geschätzt wird. Eins steht fest, Putins Gehalt, das laut Angaben des Kremls 2021 bei 10,2 Millionen Rubel gelegen hat, das sind ungefähr 114.000 Euro, würde auf gar keinen Fall ausreichen, um die Sammlung von Putin zu finanzieren, denn seine Sammlung ist in dieser Reihe heute auf jeden Fall mit Abstand die teuerste. Schon die günstigste Uhr, mit der man Putin regelmäßig sieht, nämlich die EWC Mark 17, kostet aktuell rund um 5.000 Euro, das ist aber wirklich tatsächlich bei seiner Sammlung nur die Spitze vom Eisberg. Danach ordnet sich preislich eine sehr schlichte Uhr ein, die gleichzeitig die günstigste Patek Philippe ist, die man kaufen kann, nämlich eine Patek Philippe Calatrava mit kleine Sekunde in Weißgold, die man aktuell für etwa 15.000 Euro bekommen kann. Und schon mit der nächsten Uhr zeigt Putin aber, dass er wirklich ein Faible für besondere und vor allem besonders teure Uhren hat. Es handelt sich um die Blancpain Le Mans Aqua Long Grand Date. Ich glaube, das habe ich falsch ausgesprochen. Egal. Blancpain gehört zu den ältesten Uhrenmanufakturen der Welt und ist außerhalb von Kennern tatsächlich so gut wie niemandem bekannt. Trotzdem kostet diese Uhr auf dem Markt aktuell etwa 22.500 Euro. Weiter geht es mit einer weiteren Patek Philippe, nämlich dem Jahreskalender mit der Referenz 5146R. Ein roségoldenes Meisterwerk, das in der Lage ist, die Monate mit ihren Tagen für ein Jahr lang richtig anzuzeigen. Wer diese Uhr kaufen möchte, der muss dafür 40.000 Euro bezahlen. Wir sind aber tatsächlich noch lange nicht an der Oberkante angekommen, denn die nächste Uhr ist wieder ein besonderes Kennerstück, von dem du vielleicht tatsächlich auch noch nie was gehört hast. Es handelt sich nämlich um eine FP Jour Chronometre Bleu.
F. Pigeon ist eine extrem kleine Uhrenmanufaktur, die nur etwas mehr als 800 Uhren im Jahr fertigt. Diese extreme Seltenheit hat die Uhren in den letzten Jahren auch sehr beliebt gemacht und man muss für eine Chronometre Bleu aktuell somit gute 100.000 Euro hinlegen. Das war es aber noch nicht, denn Gerüchte halber soll das Highlight der Kollektion von Putin keine geringere Uhr sein als der legendäre Turbograph aus dem Hause der deutschen Uhrenmanufaktur A. Lange & Söhne in Glashütte. Dieses Modell ist so selten, dass man nicht einmal Angebote davon online findet und falls Putin diese Uhr aber wirklich in seinem Besitz hat, dann ist sie mindestens 500.000 Euro wert, wenn nicht sogar über 1 Million. Die Sache ist tatsächlich nur die, ich habe zwar in jedem Artikel, wo es um Präsidenten und Uhren ging, diese Uhr in Putins Sammlung gefunden, allerdings habe ich tatsächlich nicht ein einziges Bild gefunden, wo man ihn mit der Uhr sieht. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass die Gerüchte stimmen, wenn wir uns die restlichen Uhren von Putin anschauen. Somit ist Putins Sammlung ein kleines Vermögen wert. Insgesamt dürfte sich seine Uhrenkollektion auf mindestens 700.000 Euro belaufen. Und auch hier wissen wir ja nicht, ob es Uhren in seiner Sammlung gibt, die vielleicht niemand kennt außer er. Und das waren die Uhrenvorlieben und Sammlungen der mächtigsten Menschen der Welt. Ich würde gern an dieser Stelle noch deine Meinung hören. Findest du, Politiker und Volksvertreter sollen dem Uhrenhobby frönen dürfen und auch teuerste Stücke tragen dürfen? Oder denkst du, dass die politische Verantwortung auch bedeutet, sich selbst zurückzunehmen und zumindest öffentlich nicht mit Stücken aufzutreten, die Tausende oder sogar Hunderttausende Euro und somit Jahresgehälter von normalen Menschen wert sind? Ich freue mich auf eure Meinungen unten in den Kommentaren und wenn dir das Video gut gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn du jede Woche Sonntag um 20 Uhr ein neues Video sehen möchtest zum Thema Luxusuhren, dann abonniere unbedingt den Channel Watchwise. Ich zeige dir hier, wie die Luxusuhrenwelt funktioniert und wie du mit Spaß und Wissen sogar an die Uhren drankommst, die aktuell nur mit langer Wartezeit oder mit massivem Preisaufschlag zu haben sind. Wenn du jetzt noch ein Video sehen möchtest, wo ich online eine Rolex kaufe und meine Erfahrungen mit euch teile, dann klicke hier. Und wenn du ein Video zu einer miesen Betrugsmasche auf eBay Kleinanzeigen finden möchtest, die mich fast 20.000 Euro gekostet hätte, dann klicke hier. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.